Report Mainz fragt Serap Cilelli. Sie kämpft um die Rechte muslimischer Frauen, hat dafür 2005 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Die Aktivistin mit türkischen Wurzeln hat inzwischen mehr als 50 Familien betreut, deren Kinder in die Hände von Salafisten geraten sind. Frau Cilelli, wie versuchen Salafisten, Jugendliche zu ködern? Die salafistische Bewegung, salafistische wie auch die dschihadistische Gruppierungen, die haben ein sehr großes Netzwerk, in dem sie eine Jugendarbeit betreiben. Sie bilden gezielt Jugendimame aus, die sie dann auch in den Schulen, in regulären Schulen reinschicken und auch an Universitäten, wo die dann auch Kontakte zu Jugendlichen aufsuchen und die Jugendlichen in erster Linie darum bitten oder sie einladen, zu ihren Einrichtungen zu kommen. Und so fängt das dann auch, dass die Jugendlichen auch in diesen Einrichtungen indoktriniert werden und auch zum Islam konvertieren. Warum fallen gerade deutsche Jugendliche in die Hände der Salafisten? Ich muss leider sagen, dass nicht wenige deutsche Jugendliche genau diese Hierarchiestruktur, diese sogenannte Großfamilie, wie die Salafisten sich immer nennen, genau das für sehr viele Jugendliche eine Falle ist, wo sie dann meinen, hier ist eine Großfamilie, hier bin ich jemand, hier werde ich ernst genommen, hier werde ich mit offenen Armen empfangen. Und das ist eine riesengroße Falle, wo die Jugendlichen dann da reinrutschen. Und in der Regel, wenn sie es dann merken, aber auch nicht mehr aussteigen können, zum einen, weil sie indoktriniert werden in dieser Zeit, wo sie sich ständig mit diesen Menschen bewegen, in deren ihr Umfeld, in deren soziales Umfeld leben, aber auch zum anderen, weil sie auch Angst haben, wenn sie aussteigen, dass nicht nur sie, sondern auch ihre Familien von diesen Organisationen, Gruppierungen bedroht werden. Wie gehen Salafisten in den Moscheegemeinden mit Frauen um? In der Regel bekommen die Mädchen einen Vormund, also einen Wali, erteilt in dieser Community. Und dieser Vater, er übernimmt die Vaterrolle für dieses Mädchen und trägt alle Entscheidungen, was ihrem Alltag, was ihre Zukunft betrifft und auch, welchen Mann sie zu heiraten hat, welche Regeln sie einhalten müsste. Und er ist auch dafür verantwortlich, sie über den Islam aufzuklären und dass sie sich so verhält, wie es sich zu einer muslimischen Frau gehört. Warum ist es für Eltern so schwer, ihre Kinder von diesem Weg abzubringen? Sehr häufig erfahre ich in diesen Familien, dass die Familien in erster Linie gar nicht wahrnehmen, diese Veränderung der Töchter, der Kinder. Oft ist es zu spät, bis sie es überhaupt merken, dass die Tochter in diese salafistische Bewegungen abgerutscht ist. Und in der Regel, so machen wir die Erfahrung, dann ist es auch für uns als Helfer, für die betroffenen Mädchen sozusagen, schwer zu helfen, sie wieder da rauszuholen. Dann versuchen wir der Familie Rat und Unterstützung zu geben, ihnen einfach mit Ratschlägen, mit ein paar Tipps die Situation zu bewältigen und wie sie nochmal Zugriff oder beziehungsweise Kontakt zu ihren Töchtern dann nochmal erneut aufbauen können. Was muss die Politik jetzt tun? Wichtig ist, dass wir endlich eine harte Hand der Politik haben müssen. Politik muss da entschieden diese Bewegung bekämpfen. Alle Institutionen, sei es Verfassungsschutz, BKA, LKA, unsere alle Ermittlungsbehörden, sie müssen gemeinsam agieren und diese extremistischen Bewegungen auch bekämpfen. Und die muslimischen Verbände? Dieser Anstoß zur Aufklärung des Islams, das muss von den Muslimen selber kommen. Wenn sie den Islam entpolitisieren, wenn sie den Islam neu interpretieren, reformieren, dann werden wir auch die Chance haben, diese extremistische Bewegung zu bekämpfen.